Warum habe ich mir das fest gedacht? Ein Sicherheitskasten. In dem ich eine Taschenlampe habe. In dem einen Sicherheitsschalter hinten dran ist. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Ja. Okay. Also, gehen wir zum Fahrstuhl. Ah, das ist schade. Was ist schade? Mit dem Puzzle. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Mit dem Sternzeichen gezaubert hat, irgendwann im Müll gelandet, weil Teile verschwunden sind. Was? Und jetzt fällt mir doch ein, ein Magier, der gerade. So weit, so gut. Jetzt heißt es. Das war das Schlimmste. Hm? Ah, okay. Was ist das für ein Geräusch? Da kommt was. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Vielleicht. Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Okay, was kann ich hier Schönes machen? Ganz um Rot. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Ich war noch nie so nah dran. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Bin trotzdem arm. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Ja, das Nebel. Dieser okay. Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Im Fahrstuhl. Möchte den Schnörkel mitnehmen. Trinkwasser halten. Da muss ich jetzt mal was einschenken. Ich hoffe, Wasser ist in Ordnung. Kein Wasserfan. So, ich ziehe mal den Hebel. Mal sehen, was passiert. Was soll schon schief gehen? Ach, hallo Miss Fano. Dankeschön. Nehme ich. Puh. Okay. Was noch? Irgendwas, was ich da aufhängen kann? Wenn ich den Mob aufhängen. Niemals. Die Schneise der Verwüstung hinter mir ist mein Geschenk an die Nachwelt. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Gut. Gehen wir mal ins Notboot rein. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Also gehen wir nochmal runter. Irgendeinem Grund glaube ich, ich will das da reinstecken. Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Okay. Ich vielleicht den Stein da reinpacken? Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere.
Okay, dann bin ich erstmal da nächsten Morgen. Wir haben ja noch. Oh. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt? Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Ehrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Läuft er da bei mir vorbei. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, nicht zu hintergehen. Die Sache ist die, ich will ja eigentlich noch mal runter zu dem Wasser, wo das mit dem Kofferraum und allem war. Macht überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt dahin muss. Na gut. Ja, super, jetzt ist der da oben. Wie hat er die Codes überhaupt richtig? Wie hat er die Codes überhaupt gewusst? Ja, wie konnte er wissen, dass er Rufus eintippen muss? Ja, die Zugangscodes hat er ja offenbar. Er hat ja bloß die Aufstiegscodes nicht. Das ist eine Tasche jetzt. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Was? Irgendeinem Grund möchte ich gerne ihn mit der Flagge erdolchen. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Oh, Herr Glaub Gott. Das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal... Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, oh, dass Herr ich Gott. Nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Herr Gott.
Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Okay. Aber will ich das fragen? Ich höre das ja auch. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Okay. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Okay, Deponia sprengen, das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, mir ist es egal, aber Gold wird das nicht gefallen. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Nee, super, ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Was nehmen wir denn da? Machen wir den Held. Das wird auf keinen Fall, werde ich auf keinen Fall zulassen? Oder mache ich den Anti-Held und sage, ich hasse Deponia? Oder irgendwas dazwischen? Leute, was meint ihr? Das letzte klingt 1 und 4. 1 und 4. Und das, so den Held sein. Das letzte wird auch schon genannt. Lumi ist für 1. Also haben wir jetzt 2 mal 1, einmal 4, einmal 5. Dann, wir haben 2 Treffer auf 1, also nehmen wir 1. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Oh, ich kann dir das andere auch noch sagen. Ja. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und?
Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf der Ponia gibt, damit der Ponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Okay, so, jetzt habe ich noch... Ich habe noch drei... Hier, es gibt keine vier mehr. Ich habe nur noch drei. Ja, das vierte ist, das werde ich auf keinen Fall zulassen. Okay. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Wie gemein. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Wie gemein ist der denn? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Jetzt. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Okay. Und ja, Lara, ich habe auch gedacht, dass er ihm irgendeins drüber zieht. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil oder du deinen. Ladies. Okay. Ist da noch eine Auswahlmöglichkeit? Oder? Der Organon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Okay. Nee, super. Ach ja, wie? Sagen wir... Okay, geht jetzt Goal. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Blinkkoffer. Das Gepäck von dem Kerl. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann... Ich mein... Finger weg! Verdammt! Kann ich noch irgendwas machen? Ja, Himmel. Das habe ich von Elysium, habe ich schon angerufen. Ach so. Okay. Könnt ihr mir einen Fisch anbieten?
Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Okay. Doch, dann. Keine Ahnung. Könnt ihr mit der Taschenlampe blenden? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Na gut, dann gehen wir da runter. Edelstein? Ich glaube, wir müssen jetzt noch dahin, wo dieses Auto war. Was soll ich mit dem machen? Da kann ich bestimmt den Kieselstein werfen. Damit ich dran vorbeikomme an ihm. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Oh. Vielleicht kann ich die Decke über mich schmeißen? Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Wenn überhaupt, erinnert sie an Cletus' Strampelanzug.